Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Beitrag geht es um einen polnischen Cold Case und zwar aus dem Jahr 1998. Also der Fall ist jetzt 25 Jahre alt. In dem vermissten Fall geht es um Justyna Sawacka. Sie wurde am 1. August 1984 in Polanie, ich hoffe ich spreche das richtig aus, geboren und bis zu ihrem Verschwinden hat sie da gemeinsam mit ihren Eltern im Haus Nummer 29 gelebt. Polanie ist ein Dorf im Verwaltungsbezirk Gmina Krępna im Südosten Polens und ist nahe der Grenze zur Slowakei. Die Ortschaft hat mal so knapp 300 Einwohner, ist also praktisch ein reines Dorf. Und als sie verschwand, das war ja 1998, war Justyna 14 Jahre alt. Was sie auszeichnete, war, dass sie eine talentierte Ringerin war und sie war polnische Meisterin im Ringen der Kadetten. Justyna war wohl fasziniert vom Ringen und das kam wohl daher, dass ihr Onkel Włodzimierz Sawacki ein erfolgreicher klassischer Ringer war. Ich habe mir gerade mal seine Seite bei Wikipedia aufgerufen und muss schon sagen, das war ein erfolgreicher Ringer im Federgewicht. Justyna war Mitglied des Sportvereins Ozel aus Wirbitscha und für diesen Verein nahm sie auch an Trainingslagern, Wettbewerben und Meisterschaften teil. Die talentierte und ehrgeizige Sportlerin gewann alle Jugendwettbewerbe in ihrem Bereich. Eine große Karriere stand ihr also offen. Aber da sie natürlich nicht nur Sportlerin, sondern auch ein ganz normaler Teenager war, versuchte sie auch in dem Bereich ihr Leben zu führen. Sie war unter ihren Mitschülern und Freunden sehr beliebt. Sie war eine gute Schülerin, lernte eben sehr gut. Aber sie war nicht nur vom Sport fasziniert, sondern hatte auch Vorlieben und Hobbys. Zum Beispiel liebte sie Musik. In ihrer Freizeit hörte sie eben gerne Musik und sang auch gerne dazu mit. Weiterhin kochte sie gerne für ihre Familie und ihre Freunde. Am Morgen des 17. Mai 1998, das war ein Sonntag, stand die 14-jährige Justyna bereits um 7 Uhr auf. Sie ging in die Morgenmesse ihrer katholischen Kirchengemeinde. Sie war sehr gläubig und auch aktiv in ihrer Gemeinde. Deswegen beteiligte sie sich auch immer an Aktivitäten, die von der Kirchengemeinde durchgeführt wurden. Und nach der Morgenmesse ging sie wieder nach Hause zurück. Und irgendwann zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr, also die genaue Uhrzeit ist nicht bekannt, erzählte Justyna ihren Eltern, dass sie ihre Freundin besuchen wollte. Und die wohnte mit ihren Eltern in dem Nachbarort Pomaczani. Die Familien kannten sich sehr gut und die Eltern waren natürlich einverstanden. Justyna wollte die kurze Strecke zwischen den beiden Häusern dann zu Fuß zurücklegen. Bevor sie ging, trug sie noch ein leichtes Make-up auf, was sie noch nie zuvor getan hatte. Sie verließ das Haus dann vor 12 Uhr und hat ihren Eltern dann versprochen, zum gemeinsamen Abendessen wieder zurück zu sein. Allerdings kam Justyna nie im Haus ihrer Freundin an und kam auch nicht wieder nach Hause zurück. Und die Eltern machten sich natürlich große Sorgen, dass sie zum Abendessen nicht erschien, denn sie war zuverlässig bekannt und sowas hatte sie noch nie gemacht. Es passte einfach nicht zu ihr. Die Familie rief dann zunächst alle Familienmitglieder, Freunde und Bekannte an und fragte, ob Justyna vielleicht bei ihnen sei. Aber niemand hatte Justyna an diesem Tag gesehen. Und dann machten sich die Eltern von Justyna auf, um nach ihr zu suchen. Die Eltern wurden von anderen Familienmitgliedern dann sofort bei ihrer Suche unterstützt. Aber sie konnte nicht gefunden werden. Sie war einfach, ja, verschwunden, vom Erdboden verschluckt. Die Eltern haben dann die ganze Nacht auf ihre Tochter gewartet und hofften, dass sie vielleicht doch noch nach Hause kommt und die Sache ein gutes Ende nehmen würde. Aber Justyna meldete sie nicht und am nächsten Morgen ging der Vater zur Polizei und meldete sie als vermisst. Die Polizei hat die Anzeige zwar entgegengenommen, aber musste aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erst einmal 48 Stunden warten, bis dann weitere polizeiliche Maßnahmen eingeleitet wurden.
Die Beamten gingen wie üblich davon aus, dass es einfach so war, dass Justina einfach bei einem Freund oder einer Freundin geblieben war und dann gleich wieder nach Hause kommen würde. Und diese optimistische Hoffnung der Polizei hat sich dann natürlich nicht bewahrheitet. Justina blieb weiterhin verschwunden. Und nachdem diese 48-Stunden-Frist dann verschwunden war, hat sich die Polizei dann so langsam bewegt und man ermittelte im Umfeld von Justina. Und diese Ermittlungen gaben dann, dass Justina Interesse an einem einheimischen Jungen namens Robert hatte. Und Justina traf sich regelmäßig mit Robert. Sie war sogar verliebt in ihn. Die Ermittler befragten dann ihre Freundin und die erzählten den Ermittlern, was Justina dann bei ihrem letzten Gespräch gesagt hat. Und die Freundin erzählte dann, Justina hätte ihr gesagt, dass sie Robert lieben würde, aber auch Angst habe. Die Freundin fragte Justina dann nach dem Grund für ihre Angst und sie sagte, dass Robert sie bei einem Treffen gefragt habe, was sie tun würde, wenn er sie eines Tages irgendwo weit weg mitnehmen und dort zurücklassen würde. Justina sagte, dass sie diese Frage seltsam fand und irgendwie Angst bekommen hatte. Und es gab Zeugen, die aussagten, dass sie Justina und Robert an diesem schicksalhaften Sonntag gemeinsam in einem Fahrzeug gesehen hatten. Robert wurde auch befragt und er sagte, dass es sich da wohl um ein Missverständnis handelte. Er gab an, dass er nicht mit Justina zusammen sei und sich auch nicht mit ihr am Sonntag getroffen hat. Robert hat sich am Sonntag mit seiner Freundin getroffen. Mit diesem Mädchen war Robert schon länger zusammen. Und das Mädchen bestätigte seine Angaben. Er hatte ein Alibi. Durch Dritte konnte die Polizei dann feststellen, dass Justina und Robert wohl heimlich zusammen waren. Und ein weiterer Beweis für diese Intimität stellten dann Telefonaufzeichnungen dar. Und dann wurden auch Ermittlungen in ihrem sportlichen Umfeld durchgeführt. Und da stellte sich dann heraus, dass es da auch gewisse Spannungen unter den Sportlerinnen gegeben hatte. Justina wurde ausgewählt, um an der Weltmeisterschaft in Großbritannien teilzunehmen. Aufgrund ihrer sportlichen Erfolge waren die anderen Sportlerinnen dann neidisch und gönnten ihr den Erfolg nicht. Dann soll angeblich eines der konkurrierenden Mädchen gesagt haben, dass Justina sowieso nirgendwo hingehen würde. Die Eltern von Justina erwähnten dann noch, dass sie eines Tages einen anonymen Brief erhalten haben, der an Justinas Vater adressiert war. Und dieser Brief enthielt auch ein Foto, auf dem ein misshandeltes Mädchen zu sehen war. Zudem war auch noch eine Inschrift auf dem Foto mit den Worten: "Bitte beruhige deine Tochter. Sonst wird sie genauso aussehen." Der Inhalt wurde von dem Ringer signiert. Stammten diese Inhalte dann von den konkurrierenden Mädchen aus ihrem Verein, von neidischen Sportlern aus der Umgebung oder von Klassenkameraden? Andere Leute haben dann ausgesagt bei der Polizei, dass kurz vor dem Verschwinden von Justina plötzlich drei junge Männer im Sportverein aufgetaucht seien und die seien mit der Absicht gekommen, Justina Sawatzka, und sie sagten ihr nicht ihren Namen, sie sagten dann wohl die Meisterin im Ring, zu verprügeln. Und aus Angst gab Justina dann das Training für einige Zeit auf. Ob diese Jungen identifiziert wurden, das wurde nie veröffentlicht. Und kurz nach dem Verschwinden von Justina erhielt die Familie Sawatzka mehrere mysteriöse Anrufe mit Informationen über den aktuellen Aufenthaltsort von Justina. Die Polizei begab sich dann umgehend an die genannten Stellen und Örtlichkeiten, stellte sich aber heraus, dass es sich immer um falsche Angaben gehandelt hatte. Die Beamten glauben, dass es sich hierbei um Versuche handeln würde, von der Wahrheit abzulenken. Ein Polizeihund hat dann die Spur von Justina auf einer Landstraße in der Nähe des Hauses ihrer Familie in Polany verloren. Es besteht kein Zweifel, dass das Mädchen dann in ein Auto gestiegen ist. Dies wurde durch die Aktivitäten der Ermittler mit dem Spürhund und den Aussagen von Zeugen ja bestätigt. In diesem Jahr, also 2023, hat die Polizei wieder verstärkt auf den Fall aufmerksam gemacht. Denn es sind 25 Jahre vergangen. Und gerade eben, weil so viel Zeit vergangen ist, hoffen sie nun auf Hinweise aus der Bevölkerung oder von Mitwissern,
Das ist ja immer wieder so ein Ansatz, den man hat, dass man sagt, okay, es ist jetzt so viel Zeit vergangen, es haben sich wahrscheinlich oder es können sich Freundschaften gelöst haben oder aus Freunden wurden vielleicht Feinde oder ähnliches. Personen sind einem nicht mehr so wichtig und dann erzählt man, was damals passiert ist. Und was auch ein weiterer Grund ist, dass eventuell strafrechtliche Belange, in die dann diese mitwissenden Personen verwickelt sein könnten wegen des Falles, dass diese strafrechtlichen Verwicklungen dann schon längst verjährt sind und die Personen dann keine Strafe mehr zu befürchten haben. Die Ermittler vermuten, dass Justina Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist und getötet wurde. Der Fall wird zwar mittlerweile als Missing Cold Case bezeichnet, trotzdem wurde der Fall nie ganz geschlossen. Die Polizei hat dieses Jahr, also 2023, noch einmal die Ermittlungen aufgenommen und auf den Fall in der Öffentlichkeit aufmerksam gemacht. Also so wie es aussieht, hat Justina, warum auch immer, wohl einige Feinde gehabt. Einmal dieser Robert, in den sie verliebt war, der aber bestritten hat, dass er da mit ihr zusammen war, und dessen Freundin, die ja wohl nichts davon wusste, dass Robert und Justina eine Art heimliche Beziehung geführt haben. Dann war sie wohl aufgrund ihres Erfolges in dem Sportverein unbeliebt. Das heißt, die Mitsportlerinnen waren neidisch. Und wenn es dann wirklich stimmt, dass da drei junge Leute in diesem Sportverein aufgetaucht sind mit und gesagt haben, dass sie die Ringermeisterin verprügeln wollen oder sollen, dann ist das schon recht merkwürdig. Dann sieht es so aus, als wenn die von irgendjemandem Auftrag bekommen haben. Und dann eben auch ja dieser Brief an den Vater, dass man irgendwie die Tochter unter Kontrolle oder ruhig kriegen soll und, und. Also es deutet schon darauf hin, dass da irgendwo ein ziemlicher Hass war und sie deswegen sterben musste. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.